Angelique Kerber ist wieder die Nummer 1. Dem DFB droht eine Millionenzahlung. Wir schauen auch natürlich auf die Bundesliga und die Champions League war auch mal wieder Thema. Das alles jetzt hier bei Update Sport. Wie oft muss ich drücken, damit dieses verdammte Intro läuft? Ich weiß es auch nicht. Erstmal herzlich willkommen zu Update Sport am heutigen Sonntag, dem 11.12. im März 2017. 11.12. März, wie auch immer, bla bla bla, herzlich willkommen, bla Sport, bla bla bla, Frisur sieht bla 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 aus, Bart auch bla bla bla. Herzlich willkommen zu Update Sport am heutigen Sonntag. Jetzt ist alles richtig, jetzt muss man erstmal wieder richtig reinkommen. Wir beginnen natürlich wie immer die Sendung mit dem ersten Teil unserer Sendung und zwar mit anderen Sportarten, wie es natürlich auch hier gewohnt ist. Und wir beginnen mit Angelique Kerber. Ja, bei den Australian Open ist es nicht so gut gelaufen. Die Nummer 1, die ehemalige Nummer 1 der Tenniswelt, ist leider nicht mehr die Nummer 1 der Tenniswelt. Also sprich, bedeutet Angelique Kerber. Aber es ist was Besonderes passiert. Kann man sagen, es ist was Besonderes? Ich glaube nicht. Aber im Zweifelsfalle für Frau Kerber schon. Denn Serena Williams musste krankheitsbedingt das nächste WTA-Turnier, was geradewegs in Indian Wales stattfindet, im kalifornischen Indian Wales, absagen. Bedeutet somit, Kerber ist wieder die Nummer 1. Das steht nämlich jetzt auch fest. Aber erst offiziell am 20. März, denn da ist dann das Turnier in Indian Wales zu Ende. Angelique Kerber selbst wird dort natürlich auch mitmachen und es spielt keine Rolle, wie sie abschneiden wird. Würde sie natürlich auch abgesagt haben, hätten tun, wäre sie wahrscheinlich knapp die Nummer 1 oder halt Williams wäre weiterhin die Nummer 1 gewesen. Je nachdem, wie das dann auch abgelaufen wäre. Somit wird sie weiterhin natürlich dann halt die Nummer 1 sein. Serena Williams kann unter anderem nicht mitmachen, weil sie eine Verletzung am linken Knie hat. Das hat auch der deutsche Turnierchef Thomas Haas bekannt gegeben. Williams teilte mit, ich konnte wegen meines Knies nicht trainieren, ich bin enttäuscht, dass ich hier nicht mitspielen kann. Das Turnier läuft bis zum 2. April, beziehungsweise sie werde dann auch anschließend, bis zum 2. April, beziehungsweise bis zum 21. März geht auch das nächste Turnier in Miami, dort wird Williams auch nicht dabei sein. Bedeutet damit, dass natürlich die 23-malige Grand Slam-Gewinnerin 600 Punkte weniger hat auf ihrem Konto und damit nun am 20. März wieder hinter Kerber zurück. Sie hat ja in Runde 2 ausgeschieden letztes Jahr und damit nur 35 Punkte zu verteidigen hat. In der aktuellen Weltrangliste liegt nun Kerber 375 Punkte hinter Williams. Doch die Rechenspielen wollte Kerber sich natürlich nicht geradewegs nicht dafür interessieren, denn sie ist froh, nach einem schwachen Saisonstart zuletzt in Dubai eine ansteigende Form gehabt zu haben und auch bis dort ist natürlich ins Halbfinale kam. Auf Twitter hat sie geschrieben, es ist gut, zurück bei einem meiner Lieblingsturniere zu sein. Die beste Sportlerin deutsche Sportlerin des Jahres des vergangenen Jahres hatte nach ihrem US Open Triumph letztes Jahr 19 Wochen lang auf der Nummer 1 gestanden und damit nach 20 Jahren wieder mal eine Deutsche auf der 1 stand wieder eine Deutsche auf der 1. Das letzte Mal war das ja natürlich Steffi Graf. Serena Williams holte sich die Top-Platzierung Anfang des Jahres natürlich mit ihrem Sieg bei den Australian Open. Seitdem hat sie aber kein Spiel mehr bestritten. Jetzt wird es wohl wieder erstmal anders aussehen. Somit ist wieder die Nummer 1 der Welt sind wir. Ne? Sollte ich nicht in so einem männlichen Jargon singen, sondern die Nummer 1? Nein, ich lasse es lieber. Es ist Sonntag, egal. Wir kommen aber jetzt vom Tennis zum Fußball direkt. Nicht generell zum Fußball spielen, sondern eher was den Funktionieren antritt. Und ich habe mal den Spruch gebracht und zu dem Spruch werde ich auch noch bis zu meinem Lebensende, glaube ich, stehen. Weil selbst werde ich in dieser Reihe, in dieser Position nie was haben. Wer nämlich ganz viel Geld verdienen will, der braucht nicht zur Mafia zu gehen, der geht einfach zu den Fußballfunktionären, geradewegs zur FIFA oder so. Wir wissen, seitdem ja der Skandal um die Vergabe von Weltmeisterschaften ein bisschen einen verruchten Ruf bekommen hat, steht natürlich auch das Sommermärchen von vor 11 Jahren natürlich auch im Fokus, die WM-Affäre darum. Nun gibt es wohl möglich
ein schlechtes Ende für oder beziehungsweise eine schlechte Nachricht für den Deutschen Fußballbund. Denn nach Recherchen, der gemeinsamen Recherche zwischen Süddeutscher Zeitung, dem Westdeutschen Rundfunk und dem Norddeutschen Rundfunk, ist es nämlich so, dass der DFB nämlich eine Millionenstrafe in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro droht. Das hat nämlich das zuständige Finanzamt Frankfurt 1 gesagt, beziehungsweise mitgeteilt. Somit wegen der Verschleierung einer weiterhin ungeklärten Millionenzahlung an die FIFA, zur FIFA, wird nun das Finanzamt Frankfurt 1 entsprechend diese Millionensumme dem DFB fordern. Demnach geht die Steuerfahndung des Finanzamtes Frankfurt 1 auch nach den einjährigen Ermittlungen zu den mysteriösen Vorgängen von 2005 von einem schweren Fall der Steuerhinterziehung durch ehemalige DFB-Funktionäre aus. Die Süddeutsche Zeitung zitiert hier einen Vermerk der Behörde vom 24. Januar 2017, nämlich, wonach der DFB ein privates Darlehen, oder 2005 glaube ich ist damit gemeint, ein privates Darlehen für Beckenbauer über die fraglichen 6,7 Millionen Euro verschleiert haben soll. Und das Blatt zitiert zu diesem Zusammenhang die Begriffe Luftbuchung und Scheingeschäfte. Ich habe extra das gemacht, weil es in Anführungsstrichen steht und damit ihr auch besser kapieren könnt. Der Deutsche Fußballbund selbst hat am Tag der Mitteilung bzw. der Veröffentlichung mitgeteilt, dass die Finanzverwaltung die Fachanwälte des DFB angeschrieben hat und rechtlich Gehör gewährt. Heißt es, eine Stellungnahme werde fristgerecht abgegeben. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hatte auch kurz nach der Aufdeckung dieser Affäre Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung auch eingeleitet. Die ehemaligen Präsidenten des DFB, Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach, sowie der ehemalige DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt gelten in diesem Verfahren als Beschuldigte. Klar ist natürlich, seitdem ja das Ganze bekannt wurde, ist beim DFB das Personalkarussell ordentlich gelaufen. Vor der Affäre hieß der DFB-Präsident noch Niersbach, nach der Affäre Grindel. So einfach ist das. Die kolportierte Millionenforderung des Fiskus an den DFB soll sich auch nach der Nachzahlung für die an die FIFA gezahlten und nicht versteuerten 6,7 Millionen Euro, den seit 2006 aufgelaufenen Zinsen und dafür auch die weiteren Zahlungen durch die Aberkennung der Gemeinnützigkeit des DFB für das Jahr 2006 auch zusammenziehen. Ein entsprechend korrigierter Bescheid soll nach Angaben der Süddeutschen Zeitung auch zufolge bis zum Sommer an den DFB gehen. Und nach weiteren Informationen der Zeitung hält der Steueranwalt des DFB, Jan-Olaf Leisner, die mutmaßlichen Nachforderungen auch für ungerechtfertigt. Der Jurist würde dem Verband empfehlen, gegen derartige Bescheide vorzugehen. Und natürlich klar, was da auch nun passiert ist. Was ist denn da eigentlich genau passiert, muss man so sagen? Denn die Organisatoren der WM 2006 hatten vor 12 Jahren, also 2005, wie schon gesagt, 6,7 Millionen Euro an die FIFA überwiesen. Der Weltverband leitete das Geld an Dreyfus weiter, an Leo Dreyfus, ich weiß gar nicht mehr, wer das ist, der dem deutschen WM-Organisationskomitee diese Summe zuvor gegen einen Schuldschein von WM-Chef Franz Beckenbauer vorgeschossen haben soll. Mit dem Geld soll auch ein Organisationszuschuss des Weltfußballverbandes über 170 Millionen Euro abgesichert worden sein. Der tatsächliche Verwendungszweck dieses Geldes ist bisher immer noch nicht bekannt. Und zuletzt wegen entsprechender Geldflüsse hat sich über Beckenbauer über ein laufendes Konto nach Katar zum ehemaligen FIFA-Strippenzieher Mohammed bin Hammam weiterhin unklar scheint. Also da ist natürlich auch immer wieder ein bisschen was drin. Also wer gute Kohle verdienen will, der soll Fußballfunktionär werden. Das ist natürlich auch ein bisschen zu weit gegriffen, aber was da manchmal wirklich für korrupte Sachen ablaufen, das ist schon wirklich, wirklich extrem. Gleich kommen wir aber von den Fußballfunktionären zum schönsten Teil des Fußballs, nämlich zum Fußballspielen und Fußballgucken. Der 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Alle Bayern-Verfolger haben verkackt. Am meisten auch natürlich RB Leipzig und Borussia Dortmund. Das muss man halt jetzt mal so kackendreist sagen. Es ist halt natürlich so passiert. Bayern könnte natürlich mit 10 Punkten Vorsprung schon bald wieder Meister werden, was auch recht bitter klingt. Aber natürlich geht es auch um die Champions League und um die Europa League. Wichtige Spiele sind dort gemacht worden und da blicken wir gleich drauf. Jetzt gibt es erstmal weitere Meldungen
aus der letzten Sportwoche. Wieder leider wenig, es tut mir sehr leid, aber wenigstens zwei wichtige Meldungen. Wir beginnen mit diesem jungen Mann hier, und zwar nämlich Dirk Nowitzki, nämlich, der bei den Dallas Mavericks spielt. Beim letzten Spiel in der NBA, nämlich am Sonntag, vom Sonntag auf Montag, hat nämlich Dirk Nowitzki die 30.000-Punkte-Marke in der ewigen Rangliste überschritten. Beim Spiel gegen die LA Lakers, was Nowitzkis Mannschaft mit 122 zu 111 gewann, kam der Würzburger auf 25 Punkte und hat damit die magische Punktemarke von 30.000 erreicht. Er ist damit in der ewigen Punkteliste in der Liga auf dem 6. Platz der bestplatzierten aktiven Spieler. Seit nun 19, fast 20 Jahren spielt Dirk Nowitzki in der NBA, wurde mit Dallas 2011 auch Meister. Dieser junge Mann hier spielt kein Basketball, sondern Fußball beim FC Bayern München und heißt Xavi Alonso. Er hat in dieser Woche sein Karriereende bekannt gegeben als aktiver Fußballer. Zum Ende dieser Saison wird das Ganze natürlich dann seinen Abschluss finden. In dieser Woche schrieb der 35-Jährige auf Twitter: "Live it, love it, farewell, beautiful game", auf Deutsch: "Ich habe es geliebt, ich habe es gelebt, macht's gut, schönes Spiel." Später erklärte auch Alonso beim eigenen Vereinssender FC Bayern TV, dass es keine einfache Entscheidung war, seine Karriere zu beenden, aber das war der richtige Moment. Seit gut fast drei Jahren spielt Alonso beim FC Bayern, war vorher bei Real Madrid, beim FC Liverpool und beim Real Sociedad. Hat insgesamt in seiner Karriere auch mit der spanischen Nationalmannschaft zweimal die Europameisterschaft 2008 und 2012 und einmal die Weltmeisterschaft 2010 mit der spanischen Nationalmannschaft gewonnen. Ein toller Spieler, auch wenn er bei den Bayern spielt. Aber das ist ja natürlich wieder mal diese Sache mit den Bayern, wie man das auch immer sagen kann. Soviel dann zu den News der Woche. Mehr News natürlich wie immer auf dercio.tv.de. So, da bin ich falsch. Ich muss zur Kamera, denn für mich scheint die Kamera heute ein bisschen hell zu sein. Ich sehe auch so aus, als wäre ich gerade frisch aus dem Bett gefallen. Es kann wohl möglich sein, aber das stimmt nicht. So kann ich das auch nochmal sagen. Aber es geht jetzt erstmal um die Fußball-Bundesliga und nicht um meine Haare oder um meinen Bart. Nein, es geht auch nicht um dieses schöne T-Shirt, was ich anhabe. Es geht um die Fußball-Bundesliga. Und da geht es um den 24. Spieltag. Bayern hat natürlich souverän mal wieder gewonnen gegen Eintracht Frankfurt. Frankfurt hatte ja mit Personalproblemen zu kämpfen und Carlo Ancelotti hatte zum ersten Mal in München das Problem, er hat alle Spieler zur Verfügung, aber da gab es auch ein, zwei Ausfälle. Jerome Boateng kam ebenfalls ja zurück nach seiner langen Verletzung, die, glaube ich, bis zum Ende des Jahres natürlich hielt. Und die Bayern-Verfolger haben gepatzt, so auch RB Leipzig nämlich, denn Leipzig hat gegen den VfL Wolfsburg mit dem neuen Cheftrainer Andres Jonker 1:0 gewonnen. Der Torschütze war Mario Gomez. Ja, er blüht langsam wieder auf, heißt es. Und da ist natürlich auch immer wieder was Besonderes dabei, denn es gibt eine irre Statistik, heißt es, die ist natürlich die Abstiegssorgen der Wölfe irgendwie wegbringen kann, aber das klingt auch ein bisschen dumm. Nämlich so: in jedem Bundesligaspiel, in dem Jonker als Cheftrainer in Deutschland an der Seitenlinie stand, hat nämlich Mario Gomez immer ein Tor erzielt. Ja, immer wieder, egal ob zusammen in einem Verein oder getrennt. Ganze 11 an der Anzahl und das lediglich in 7 Partien. Für die 2 Tore in den 2 VfL-Spielen zeigte sich damit der Nationalspieler Mario Gomez auch natürlich ganz alleine verantwortlich. Auch in den 5 Spielen zum Abschluss der Saison 2010-11 sicherte der damalige Bayern-Stürmer seinen Verein noch an die Teilnahme der Champions League. Und Andres Jonker war damals Interimstrainer des FC Bayern. Ja, also da ist schon mal was Besonderes dran zwischen Andres Jonker und Mario Gomez. Das Erfolgsgeheimnis der beiden, das weiß man selbst auch natürlich nicht. Und Jonker verriet bei Sky nach dem Spiel in Leipzig: "Ich sag nur zu ihm, bleib um Gottes Willen im Strafraum." Ja, ein Rat, den, glaube ich, viele Stürmer, glaube ich, auch mal nutzen sollten. "Das ist keine Zauberei", sagte Gomez nach dem überraschenden Triumph im Abstiegskampf. "Die Woche ist auch schon intensiv für mich. Der Trainer fordert extrem viel von mir. Er macht mich auch rund, wenn ich nicht da bin, wo ich sein muss. Er treibt und schiebt mich. Das war schon damals so unter Van Gaal", so Gomez weiter. Also da gibt es einige Sachen, die dann so generell vom FC Bayern auch noch übrig geblieben sind zwischen Jonker und Gomez. Ja, schauen wir auf die weiteren Spiele. Ja, Bayern, wie schon gesagt, gegen Frankfurt 3:0 gewonnen. Hertha hat natürlich, nachdem ja die letzten 2 Spiele in dieser Saison gegen Borussia Dortmund einerseits immer schief gelaufen sind, das letzte Mal ja im DFB-Pokal, wo es ja im Elfmeterschießen geendet hat,
hat Dortmund ja gewonnen. Diesmal hat Dortmund aber verloren, 2:1, nämlich die Herthaner haben gesiegt. Und Darmstadt holt sich endlich auch mal wieder Punkte gegen Mainz, 2:1. Wir schauen auf die Spiele des heutigen Samstages und sie schauen folgendermaßen aus. Hätte ich mir denken können, dass das jetzt nicht funktioniert. Aber ist auch egal, die Grafik müsst ihr jetzt nicht unbedingt weiterhin sehen. Bayern gegen Frankfurt 3:0, Hertha gegen Dortmund 2:1, Darmstadt-Mainz 2:1. Die Spiele hatten wir geradewegs. Freiburg-Hoffenheim 1:1, Leipzig-Wolfsburg 0:1 und das Abendspiel FC Ingolstadt gegen den ersten FC Köln 2:2. Wir schauen auf das Freitagsspiel, das auch schon lief. Die Premiere für Taifun Korkut als Trainer des von Bayer Leverkusen, denn letzte Woche, nachdem unsere Sendung ja schon über den Äther lief, ist nämlich Roger Schmidt als Trainer des Bundesligisten aus Leverkusen entlassen worden. Taifun Korkut soll bis zum Ende der Saison erstmals vorübergehend den Trainerposten übernehmen. 1:1 ist der Endstand. Leverkusen muss noch am Dienstag oder am Mittwoch gegen Atletico Madrid dran. Dort sieht es auch nicht gut aus, denn dort scheint es auch geradewegs mit Atletico bzw. in der Champions League nicht gut auszusehen, denn jeweils Champions League Platz bzw. Europa League Platz ist nicht weit. Wir blicken auf die Tabelle des 24. Spieltages, der geradewegs noch so läuft, und wir schauen und wir sehen natürlich Bayern natürlich mit 59 Punkten ungeschlagen auf Platz 1, davor 10 Punkte Abstand RB Leipzig, Borussia Dortmund nun mit 13 Punkten, mit 16 Punkten Abstand auf der 1 auf dem dritten Platz, Hoffenheim mit einem Punkt Abstand auf der 4, Hertha auf 5, Frankfurt auf 6, Köln auf 7, Freiburg auf der 8, Mönchengladbach auf 9, könnte noch hochklettern auf Europa League Plätze. Leverkusen auf 10, Mainz auf 11, Augsburg auf 12, ein Punkt dahinter Schalke, die beiden spielen heute gegeneinander, Wolfsburg auf 14, auch ein Punkt hier jeweils der Abstand, also unten ist es richtig eng, Bremen dann auch mit punktgleich mit Wolfsburg, aber Wolfsburg hat die bessere Tordifferenz, ein Tor weniger, nämlich und Hamburg auf dem Relegationsplatz, dort könnte sich auch noch einiges ändern. Dann könnte nämlich Hamburg auf die Pelle rücken, sollte Schalke heute gegen Augsburg verlieren und auf den Abstiegsrängen Ingolstadt und Darmstadt. Und damit kommen wir jetzt auch so gesehen zu den zwei erwähnten Spielen, nämlich die heute noch stattfinden. Und das ist nämlich einmal FC Schalke 04 gegen den FC Augsburg und der Hamburger Sportverein. Tja, da gibt es ein Déjà-vu. Vor 1,5 Wochen war ja dasselbe Spiel im Pokal, nämlich gegen Borussia Mönchengladbach. Und damit kommen wir wieder zum Déjà-vu und kommen damit zur Europa League bzw. auch zur Champions League, und da ist natürlich dann auch viel passiert. Bayern hingegen musste natürlich mal wieder gegen den FC Arsenal ran, und man hat als Bayern-Fan oder als Arsenal-Fan ein Déjà-vu erlebt, muss man eigentlich sagen, denn das Déjà-vu lautete nämlich 5:1 für den FC Bayern. Ja, es gab mal wieder ein 5:1 bzw. ein 1:5 aus der Sicht von Arsenal London, eigentlich so gesehen auch quasi das Ende vielleicht der Ära Arsène Wenger bei den Londonern. Und ja, das hätte auch natürlich nicht gut auslaufen sollen. In London ging nämlich der Gastgeber schon in der 20. Minute schon in Führung durch Theo Walcott, und Robert Lewandowski hat per Foul Elfmeter ausgeglichen. Dann kam noch Robben dazu, Douglas Costa ebenfalls, und Arturo Vidal hat mit einem Doppelpack innerhalb von 5 Minuten dann natürlich für den Endstand von 5:1 für den FC Bayern gesorgt. Lewandowskis Tor ging ein Foul vorher hervor von Arsenals Kapitän Koscielny, der dafür aber auch die rote Karte sah und dann Arsenal noch zu 10 gespielt hat. In Unterzahl hatte das Team von Arsène Wenger auch nicht mehr viel entgegenzusetzen. Für Lewandowski ist es unter anderem auch dieser Foul-Elfmeter das 39. Tor der Champions League-Saison gewesen. Es gab auch noch andere Spiele in der Champions League. So hat unter anderem der FC Barcelona für ein Wunder gesorgt. Ich weiß jetzt nicht das Ergebnis, aber Barca ist weiter. Ja, denn man hat Paris Saint-Germain nach dem 0:4, nach dem 4:0 für Paris nun endgültig aus der Champions League gekickt. Schade um Julian Draxler und Kevin Trapp. Marc-André Ter Stegen kann sich auf Barca-Seite freuen. Außerdem hat Real Madrid ebenfalls das Spiel nochmal gegen den SSC Neapel gedreht. 3:1 war es auch am Endstand. Und damit sind die Königlichen auch weiter. Und natürlich noch das zweite Spiel, das vierte Spiel, was stattfand. Da wollen wir auch nochmal kurz die Grafiken einblenden. Hier nochmal der FC Bayern gewann 5:1 gegen Arsenal London. Und natürlich dann auch nochmal Borussia Dortmund gegen Benfica Lissabon. Hier ebenfalls ein Wunder. 4:0 hat Dortmund reingehauen, weswegen ja dann immer wieder von dieser Schwäche gesprochen wird, wenn man dann nach Champions League Spielen immer wieder verliert. Am Dienstag nämlich muss Dortmund nochmal ran.
Und zwar nämlich gegen Lotte. Ja, ihr wisst natürlich, das DFB-Pokalspiel gegen die Sportfreunde Lotte. Es muss nachgeholt werden, weil ja der Rasen in Lotte ein bisschen dementsprechend nicht geradewegs spielgeeignet war. Und nun wird das Ganze, ich glaube, am Dienstag oder am Mittwoch in 2 Tagen, also am Dienstag, nämlich in Osnabrück nachgeholt im Stadion des VfL Osnabrück. Wir kommen aber jetzt dann noch zu einer weiteren UEFA-Sensation, Sensation halt nicht, aber zu einem UEFA-Spiel, und zwar nämlich zum deutschen Duell Gladbach gegen Schalke, beziehungsweise Schalke gegen Gladbach in der Europa League. Da ging es nämlich nur ein 1:1 unentschieden aus. Gute Chancen für Gladbach, einfach nur ein 0:0 dastehen zu lassen. Schalke muss mindestens ein 1:0 machen, damit sie weiterkommen, um natürlich dann auch wenigstens ein bisschen von Europa noch schnuppern zu dürfen. Unter Markus Weinzierl läuft nicht so gut, wie es ist. Geradewegs vorher hat ja Gladbach gegen Schalke in der Liga schon gespielt und ordentlich eine Packung mit 4:1 bekommen. Also scheint da irgendwie das System von Markus Weinzierl nicht aufzugehen, oder viele Spieler merken halt einfach nur nicht, dass Instagram und Nintendo DS Spielen nicht geradewegs viel zum Training beibringt. Das kann man jetzt auch nicht so ungefähr sagen. Und da will ich auch keine Kritik an die Schalker Spieler setzen. Die geben sich Mühe, das weiß ich ganz genau. Nur trotzdem, man weiß, es steht viel auf dem Spiel. Und dieser Umbruch ist nicht so geradewegs verlaufen, wie sich wahrscheinlich viele diesen Umbruch vorgestellt haben. Denn in der nächsten Saison droht nur Pokal, also DFB-Pokal und Liga nur noch zu sein, anstatt Europa. Und Europa war bis jetzt Schalke, sagen wir mal, immer dabei, muss man so sehen. Trotzdem, das Das Spiel hatte auch ein bisschen seine andere Umstellung. Erstmals seit Oktober hat es nämlich wieder eine Viererkette gegeben. Mit in Johannes Geis kam ein zweiter Sechser aufs Feld. Die Leihgabe nämlich aus München. Holger Badstuber kam dazu und sonst natürlich Nabih Bentaleb. Meine Güte, mein Handy vibriert auch wie Sau. Es geht nur um diesen Bart hier. Es vibriert. Hört man auch nicht zu stalken hier. Egal, wir kommen ja weiterhin zum Spiel. Bentaleb blieb hingegen auf der Ersatzbank. Davon hatte sich Weinzierl auch nach 7 Gegentoren in den letzten beiden Spielen auch mehr defensive Stabilität geholt. Und es blieb dann halt natürlich bei dem 1:1 natürlich. 2:4 war es im Übrigen, nicht 4:1. Also 2:4, da muss ich mich auch ein bisschen entschuldigen dafür. Aber trotzdem, heute spielen die Augsburger, spielen die Schalker gegen den Ex-Club von Markus Weinzierl, nämlich gegen den FC Augsburg. Und ich zeige auch nochmal kurz mal die Grafik doch noch dazu. Und zwar nämlich das 1:1 gegen Gladbach. Am Donnerstag fällt dann die Entscheidung. Die bekommt ihr dann natürlich auch in grafischer Form hier auf derchotv.de. Da hofft ihr, da freut ihr euch hoffentlich drüber. Und ich hoffe natürlich auch noch, Fingers crossing und so weiter, Daumen drücken und so, dass meine Hände dann irgendwann nur noch wie so Wurst aussehen. Über einen Sieg gegen Gladbach und Augsburg. Naja, damit sind wir auch am Ende von Update Sport und möchte eine Kleinigkeit zu dieser Sendung hier sagen. Für viele, die natürlich nicht so Fußball interessiert sind oder so, plane ich in den nächsten Wochen ein Vote. Und zwar nämlich wollen wir auch ein bisschen mehr, ihr habt ja wahrscheinlich bemerkt, wir sind jetzt seit diesem Jahr ein bisschen mehr Gaming-fokussierter. Also wir interessieren uns jetzt eher mehr für Games. Und ich habe mir überlegt, vielleicht den E-Sports mit reinzubringen in Update Sport und nicht in Update Medien. E-Sports ist elektronischer Sport. Spiele wie FIFA natürlich oder auch Counter-Strike unter Wettbewerbsbedingungen. Passt das in diese Sendung rein oder nicht? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Das würde ich gerne von euch wissen. Oder schreibt mir eine E-Mail an info@derchotv.de. Denn ich will es gerne wissen von euch. Es wird in den nächsten Tagen wahrscheinlich schon morgen eine Umfrage online gehen, die bis zum Ende Juni, glaube ich, gehen wird. Also bis dann die Sommerpause irgendwann kommt. Und nach der Sommerpause soll Update Sport in einem Relaunch natürlich verfallen. Ihr wisst, ihr seht es ja auch, die Grafiken verändern sich. In den nächsten Tagen werden noch weitere Grafiken ein kleines Lifting bekommen. Und Update Sport soll auch ein kleines Update bekommen, weswegen ich da natürlich dann auch da gerne wissen will, ob ihr gerne E-Sports hier haben wollt oder soll es eher nur in schriftlicher Form auf derchotv.de bleiben, denn ich will da gerne ein bisschen mehr was machen im Bereich dessen. Ja, und sonst möchte ich mal einfach nur noch sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, das war es nämlich auch von Update Sport für diese Woche. Morgen gibt es die 10. Folge Let's Play Pokémon Perle Edition am Dienstag Gameboy Time. Ihr kennt das Gezedere, da gibt es dann auch morgen entsprechend eine Grafik. Und eine super Woche geht für mich zu Ende, denn mein Urlaub ist vorbei. Ja, bei DerchoTV habe ich nie Urlaub. Der Chef macht sich immer selbst Urlaub, nur wann, das steht nicht fest, aber ist auch egal. Weswegen ich mich trotzdem dann ganz herzlich bedanke und wir sehen uns dann nächste Woche bei Update Sport wieder oder die Tage über DerchoTV.